Willkommen, heute Abend wie mal bei euch Enterprise TV, excuse. So. Das ist natürlich auch noch cool, weil ich glaube, ja, aus dieser Zeit. Also, wie gesagt, ich bin eigentlich das Schwein, Open Source Artist, für all die, die es noch nicht wissen. Ganz ein unerträglicher Mensch, darum gehe ich auch nicht raus, bleibe bei mir daheim im Studio. Ja. Und arbeite viel zu viel, und esse zu wenig, und schlafe nicht mehr, bin voll manisch, und bin psychisch krank, dass es alle wieder wissen. Ich bin sehr offen, es muss kommunizieren, dass sie es gebrochen ist. Ihr habt es hier mit einem völlig gestörten Menschen zu tun, der in den meisten Fächern, wo er darüber redet, völlig alleine ist und absolut kein vertieftes fundiertes Wissen hat. Also hauptsächlich ist es Stammtischproletarei, was sie hier machen, aber mit Leidenschaft. Ich bin parteilos, was Politik betrifft. Ich bin vernünftig, was finanzielle Werte und Wirtschaft betrifft. Ich habe ein gutes Auge für brachliegende Ressourcen, ganz allgemein in der Schweiz. Und das Video läuft, ich vergesse auch, die Kamera anzuschalten, das ist ein bisschen gestresst, nein, sie läuft schön. Etc. etc. Gut, das wird dann alles noch. Es ist alles in dem Hedgestall. Was natürlich Teil von meinem Konzept ist, natürlich habe ich über Businessplan etc. alles gemacht, ganz klar, alles voll vorhanden und so. Aber dann mal das hier nicht alles erläutern, das ist länger aufhören. Egal, wir machen es trotzdem völlig verkehrt und werden sicher keinen Erfolg haben, was aber nichts macht, weil ich ja eh nicht raus will, da ich manisch, psychisch depressiv bin und was auch immer. Und der Rest von meinem Leben muss Medikamente nehmen, was ich verweigere. Und was soll ich sagen, ich schweife ab, aber es liegt daran, dass mein Medikament auch Marihuana ist oder THC, nennen sie die Leute, eine chemische Substanz wie ein anderer. Chemische Substanz so wirkt sie auf meinen Körper. Folglich auf was ich sage und was ich tue und wie ich motorisch mich verhalte. Was völlig logisch ist, da muss man kein Wissenschaftler sein, um das zu verstehen. Besten Dank. Was chemische Substanz anbelangt, heute oben, es ist Samstagmorgen, meine ich. Für mich ist morgen egal, mein Problem nicht eins. Wie gesagt, wie immer, ich komme eigentlich so Fragmänner, ich bin meistens bekifft, wenn ich moderiere oder arbeite. Ich arbeite meistens immer nur, wenn ich mein Medikament genommen habe vorher, weil sonst könnte ich auch unvernünftige Scheiße reden. Das ist eine prophylaxische Anwendung. Im Moment bin ich weder manisch noch depressiv, obwohl mein Umfeld sehr besorgt ist im Moment. Was ich absolut verstehen kann. Darum bleibe ich ja daheim und könnte auf Internet schauen, mir zuhören und nachher eigene Bildung machen. Und wir nachher nicht anrufen und lasst es einfach mal laufen und nehmt euch nochmal ein Jahr Zeit, um eine Meinung zu bilden über was ich so mache. Ich persönlich, so in meinem persönlichen Leben, genau, ich rede jetzt von mir, wie eine Person. Genau. Ja, das reicht fürs Erste. Ich bin heute Morgen weiterhin produktiv für euch. Die Vögel zwitschern von außen. Es ist wahrscheinlich einen schönen Tag zu erwarten. Schönen Tag!